Innovation und europäische Souveränität, Spannungsfeld oder Chance? Das ist ein Thema, was mich sehr stark beschäftigt. Mein Name ist Fabian Klose, ich bin bei T-Systems für Cloud-Services-Sales verantwortlich. Und wir haben ein tolles Beispiel, das dieses Thema aufgreift. Philipp, willst du uns mal ein bisschen dazu erzählen? Hi, ja, gerne. Ich bin der Staff-Engineer von Halo. Wir sind ein Software-as-a-Service-Hersteller für Kommunikationslösungen. Ich bin dafür die Cloud zuständig. Und wir hatten lange Zeit im Sales-Prozess Probleme, unseren Kunden zu sagen, okay, was passiert mit euren Daten, wenn die nicht souverän sind? Und sie wussten um die Vorteile einer Cloud und von Cloud Native, aber es war immer nicht so einfach, das rüberzubringen. Und mit der Sovereign Cloud haben wir jetzt eine Lösung gefunden für uns, unseren Kunden auch sagen zu können, hey, eure Daten sind in Deutschland von einem deutschen Anbieter, der T-Systems, verschlüsselt. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen und wir können quasi so unseren Kunden die Möglichkeit geben, auf innovative Cloud-Technologien zu gehen und schaffen so den Sprung von On-Premise in die Cloud. Wunderbar, vielen Dank, Philipp. Also aus meiner Perspektive Innovation, europäische Souveränität, für euch ganz kleine Chance. Genau.